Meine alte Schule, das Gymnasium Kreuzgasse. Es sieht noch genauso aus wie vor 23 Jahren. Denn schon vor 23 Jahren war alles im Arsch. Deshalb gehe ich jetzt in den Bundestag und sorge mit einer spektakulär nie dagewesenen Aktion dafür, dass Berlin endlich die Kohle locker macht. Ich war in meiner alten Schule, die sieht schlimm aus. Ich möchte da gerne hingehen und denen was bieten, zu sagen, oh, Sie können jetzt ein Zeichen setzen und was spenden. Ja, ne? So, ich sehe da 50er-Scheine, die können Sie ruhig rauspacken. So. Oh, 10er ist natürlich schon mal super. Ja, jetzt muss man den nur ordentlich reintun, damit er auch drin bleibt, ne? Und für die Schule. Genau. Was soll das heißen? Was verdächtigen Sie mich denn hier? Hallo, Sie sind bestimmt von der FDP. Nee. Sondern? Von der CDU. Aber wenn Sie was von mir wollen, müssen Sie es bei mir anmelden. Okay. Kann ich mich kurz bei Ihnen anmelden? Jena ist schon mal ordentlich. Ja, was soll ich denn machen hier? Kleingeld habe ich gerade nicht. Zack. Frau Künast hat auch noch ein bisschen mehr gespendet. Die hat einen 50er reingesteckt. Frau Künast hat einen 50er reingesteckt. Ich habe gesehen, da sind auch 50. Ich habe zwei Kinder in der Ausbildung. 10 müssen reichen. Frau Künast, der Herr Lambsdorff hat mehr gegeben. Der hat einen Fuffi reingesteckt. Der Offizier hat 50 Euro reingetan. Ach, der ist noch da. Und jetzt ist er aufgeflogen. Jetzt ist die Sache aufgeflogen. Mir sagt er, Sie haben 50 Euro in der Sparschwein getan. Immer bei der Wahrheit bleiben. Trage kein Bargeld bei mir. So kann man sich natürlich auch rausreden. Und, wenn Sie, wenn können Sie sonst was? Würden Sie eine Hausmeistertätigkeit übernehmen vielleicht an der Schule? So ein Praktikum an der Schule finde ich keine schlechte Idee. Und das wäre okay, wenn ich das nur filme und Sie machen das? Naja, ich würde mal sagen, ich würde Ihnen auch schon mal zeigen, wie man einen Hammer in die Wand haut. Ja? Vielleicht besser einen Nagel? Den Nagel mit dem Hammer in die Wand. Sie haben aber auch nicht so richtig Ahnung, oder? Es geht ums Thema Bildung. Warum hauen Sie die... Ich habe in Bildung. Das ist sehr schön, sehr selbstkritisch von Ihnen. Ich bin in Baumschule gewesen. Ich könnte Baumsorten erkennen, aber sonst nichts. Gute Frisur, nichts verstehen. Tschüss. Okay. Tschüss. Ja, so Nachhilfe in Humor wäre da nochmal ganz ratsam. 2 Euro ist relativ wenig. Herr Oppermann hat einen Fuffi reingesteckt, ne? Das glaube ich. Das hat er doch gar nicht. So viel hat er doch gar nicht. Okay, war gelogen. Ja. Also 2 Euro ist alles, was Sie... Das ist alles, was ich bei mir habe. Für 10 Euro können Sie eine Firma Ihres Vertrauens nennen. Eine Firma meines Vertrauens? Siemens. Ich habe gesagt, ich helfe, ich gehe nach Berlin und ich kriege Geld. Jetzt. Von Ihnen. Und von Ihnen. Wo sind Sie denn zur Schule gegangen? Gymnasium Kreuzgasse. Wo ist das? Ist in Köln. Das habe ich nicht erfunden. In Köln? Kritisch. Ja. Dann gehen Sie zum Laschet, der hat genug. Nee. Das waren ja 5 Cent nur. Der Oppermann hat einen Kaffee reingesteckt. Das glaube ich Ihnen nicht. Okay, war gelogen. Aber das sage ich doch. Ein bisschen mehr als 5 Cent. Das ist ja eine Beleidigung für meine Schule. So, ich bin zurück. Schulpflegschaft und Förderverein sind schon da. Herr Flach, Herr Hackford, ich habe gute Nachrichten. Die Schule ist gerettet. Wir schauen jetzt mal, wie viel Geld zusammengekommen ist. Ja, sind 35,58 Euro. Reicht das, die Schule zu sanieren? Es bringt uns weiter ein paar Zentimeter. Ja. Ja, wir freuen uns. Ja, wir sind auf einem guten Weg. Es reicht auf jeden Fall, sich die Schule für einen Tag schön zu saufen. Haben wir damals auch so gemacht. Viel Glück, ich muss weg. Tschüss und damit zurück ins Studio. Schule gerettet. Lutz van der Horst, meine Damen und Herren.